Auf Schritt und Tritt neue Tricks und Muskelspiele. Täglich überrascht der Kraftprotz seine Zuschauer und nicht nur die, auch uns bei den Dreharbeiten. Letzte Vorbereitung für eine Premiere, 150 Kilo gestemmt und gehalten über der Nase einer Fernsehredakteurin. Sie müssen zu mir absolutes Vertrauen haben, wenn Sie mich da unterlegen. Es sind etwas über 3 Zentner, aber es reicht natürlich, um auszuhauchen. Jetzt runter. Kann ich kommen? Ja. Sagen Sie Bescheid. Stopp. Ja. Stopp. Gut. Seine Königsdisziplin ist und bleibt das Biegen von 30 cm Stangen gehärteten Baustahl. Oh, das ist ja so ein schön kalt. Darin ist er ungeschlagen und das bedeutet ihm was. Ein gewisses Überlegenheitsgefühl anderen gegenüber. Und vor allen Dingen bin ich stolz darauf, dass ich keine Pillen nehme. Ich nehme weder Anabolika noch sonst was. Bloß man muss natürlich stark bleiben, sonst geht man unter. So, das war's dann nochmal. Das geht aber nur mit täglichem Training. Denn mit 60 besteht die Gefahr, dass die Kräfte allmählich nachlassen. Ja, das ist so eine Sache mit dem Nachlassen. Erstmal lasse ich mir ja immer wieder, wie Sie schon sagen, neue Sachen einfallen. Und man kann sich auch im Alter noch was einfallen lassen. Nicht? Ich bin der Meinung, dass ich der stärkste Senior Deutschlands bin. Aber nur in Kraftdisziplin. Nicht? Es gibt natürlich alte Leute, die um den Maschsee laufen. Nicht? Ich sehe das ja manchmal, wenn sie da rumhecheln. Die Zunge hängt heraus wie bei so einem Yachthund. Nicht? Ich kann denen nur empfehlen, sich auf der Bank zu setzen und doch vielleicht besser mit dem Rad rumzufahren. Er selbst hat im Alter das Muskeltraining aber voll im Griff. Kein Rauchen und kein Alkohol. Das Wichtigste ist seine Gesundheit. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Altwerden, weil ich niemanden habe, der, sagen wir mal so wie andere Männer, die eine Frau haben, von der den versorgt werden, nicht mit Tee und Pillen, wenn er da niederliegt. Ne? Sowas habe ich nicht. Ne? Ich habe niemanden. Ne? Und das kann natürlich nochmal ein Problem werden. Von Einsamkeit kann aber keine Rede sein. In der Laubenkolonie gibt es viele Bewunderer und echte Freunde, auf die er sich verlassen kann. Und vor allen Dingen denke ich auch gar nicht so viel an morgen oder übermorgen. Nicht? Heute reicht es und morgen wird schon werden. So denke ich und das hat auch immer geklappt. Ein echt starker Typ.